Die Koordinaten dieses Punktes sind 12 Grad 31 Minuten östlicher Länge und 52 Grad 12 Minuten nördlicher Breite. Der so bestimmte Mittelpunkt der DDR befindet sich im Wald bei dem Ort Weizgrund. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Top-Meldung kommt heute aus der DDR. Zum ersten Mal können die DDR-Bürger in freier und geheimer Wahl ihre Abgeordneten bestimmen. Die ersten freien und geheimen Wahlen hierzulande seit über 40 Jahren. Und bei diesem großen Freizeitzentrum, also dort im Bereich verloren Wasser, sollte man bei der Planung, ich glaube, da kommst du dann bei der Planung, großes Fingerspitzengefühl entwickeln. Freizeitprogramme, Reittourismus, sicherlich sind auch Golfplätze im Spiel, aber ich sehe das nicht vorrangig als Golfplatzregion hier an. Meine liebste Jelena, welch eine Reise. Mein Gepäck, der treue Kinematograph, der neuartige Phonograph und viel Papier, um dir so regelmäßig als möglich zu schreiben, wurden sicher auf der Puschkin verstaut. Wenn du diese Zeilen liest, sollte ich, so der Herrgott es wollte, bereits eine gute Weile in der neuen Welt sein. Mein liebster Schatz, rasch habe ich mich von meinem Ankunftsort entfernt und befinde mich nun auf einer schnellen, komfortablen Küstenstraße in Richtung Süden. Gold im Sacramento-Tal! Jeden zieht es in das Tal zum Gold. Vergangene Woche erreichte ich Philadelphia. Vassili, er lässt dich herzlich grüßen, hat sich hier sehr gut eingerichtet und betreibt einen sogenannten Saloon. Morgen unternehmen wir alle einen Sonntagsausflug nach Verlorenwasser. Das ist im tiefen Wald gelegen und darin soll sich ein angenehmes Gasthaus verstecken. Der Mann hat im Zelt gelebt. Ich weiß nicht wovon und wie. Unter den Augen der Verlorenwasserbevölkerung und irgendwann im Winter wurde er steif gefroren. Tod gefunden. Spurensuche ohne Spuren. Von hier aus wurden die Signale geschaltet, von der Stasi verarbeitet und verfolgt, um den Funkbetrieb in den westdeutschen PKWs abzuhören. In keiner alten amtlichen Karte gibt es dieses Grundstück. Also nicht in Farbe. Und die hellen Hände normal müssten wir uns mit Handschuhen bewegen. Das ist wie so ein Blitz. Das Wild nimmt das wahr wie ein Blitz. Und hat natürlich sofort die Wahrnehmung auf Hochtouren. Aha, Gefahr.